Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vize Beast Infinity Evolve. Mit dabei der Streetiger 2. Ja, einen wunderschönen guten Hallo. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, Wieso? weil du das normalerweise ein bisschen hinauszögerst. Ja, heute mal nicht. Okay. Inwiefern zögern das hinaus, kann ich es gerade gar nicht einordnen. Ja, nicht hinauszögern, aber deine Ansage ist nochmal was länger. Ey, Weißt du? Enderman, hau hier ab, ich sag's dir, ne? Du, Kollege. Meinst du es hier so im Sinne von Ladies and Gentlemen? Also so Ja, ein bisschen. richtig, richtig. Okay, ist mir gerade gar nicht aufgefallen, dass ich das nicht so gemacht habe. So, So bevor ich ein jetzt Weg, wieder. Thomas, geil. Dickdeft. Ja, mach ruhig weiter. Ich höre dir ruhig zu. Ja, nee, ich bin fertig. Ja, dann ist gut. Ja. Ich habe mein Gebäude fertig, habe ich schon gesagt? Ja? Aber dann noch nicht in Aufnahme. Ja, stimmt. Mein Also. Reaktorgebäude ist fertig. Ja, Ja? ich spreche mehr von zu Hause. Nö, ich bin fertig, ich bin fertig. Ach echt? Hat sie schon mal Ja. gesagt. Bin fix in alle. Ja, ich auch bald. Okay, ich brauche dann jetzt aber hier noch einen Autonomus dran. Hier eine Segment. Die kriegt von hier Input und gibt noch hier Output. Und der Autonomus hat dann nicht hier einen Output, sondern hier einen Input. So. Dann merke ich gerade, das mit dem Vakuumhopper war ja Schwachsinn, soweit ich das gerade sehe. Brauche ich noch Energy Conduits? Was du nicht alles brauchst. Oder vielleicht auch mehr als 5. Sonst Deck ist schon mal schön. Alter, wie geil ist das denn? Ein Toilet Water Tank von DecoCraft. Ich breche ab. Toilet Water. Der Mod ist einfach geil, ne? Ja. Also ich bezweifle zwar, dass er gerade zuschaut, der Mod-Autor, aber hier mal dickes Lob an dich. Was ist denn ein Ender Tank Controller? Ender Du Tank kennst doch. Frame, Valve. Energy Input and Glass. Ach so, okay. Auch nicht schlecht. Das ist auch hier der. Man kann auch da genauso einen Ender Tank aufbauen wie die Tanks von BC Factory, ne? Oder Aha. warte, weiß gar nicht, von welchem Mod die sind. Ich meine, sie waren zumindest von BC. Das interessiert mich jetzt. Tank? Nee, von Tank, Railcraft Tank, sind die. Tank. Railcraft. Ah, ja. Aber Ja. es gibt auch schöne von Immersive. Von Immersive habe ich noch keine gesehen. Gibt's auch schöne Tanks. Werde ich mir auch demnächst mal einen zulegen. Ach, ich habe noch einen Export-Bus. Moment, bevor ich es jetzt schon wieder verkacke. Exportieren war aus dem ME-System raus, ne? Genau, ja. Das ist genau das, was ich immer wieder verkacke. Du musst es einfach nur vom ME-System aussehen. Das ist genauso wie bei Steve's Factory Manager. Input heißt in das System rein, Export heißt in die Maschinen oder irgendwelche Kisten. Okay. Gut, was hätte ich jetzt noch gebraucht? Ich brauche noch einen Import-Bus. Den Import-Bus muss ich noch gerade craften, weil ich habe keinen Import-Bus mehr. Nee, sowas. Hast du ja eine Folge mit bei mir, wo ich das mit meinem E-System angefangen habe? Glaube, die habe ich noch nicht gesehen. Muss echt mal drauf achten, weil das M-System war echt schon ganz schön schwierig. Ach so, ja. Entschuldigung. Ja, so gut war die, ne? Ja. Einen Export-Bus. Hier kommt ein Knochen rein. Device Missing Channel. Das ist ja jetzt schon. Ne, Device Online, sehr schön. Okay, dann ist hier noch ein davon dran. Dann hier einen Harvester. Vielleicht noch richtig rum. Und der. Ne, der. Doch, der braucht noch ein Upgrade. Und die Blöcke hier sind eigentlich Schwachsinn. Weil dann habe ich sogar echt eine kleine Farm für
alle möglichen Schweinereien an Blümchen und so weiter. An Blümchen? Von den Blümchen und den Blümchen. Aha. Und ich hab wenigstens mal die Idee, wohin die ganzen verdammten Knochen hin können. Ein Upgrade, da reicht ein 1er Upgrade. Also ein Upgrade um einen Block. Das ist ein Lapis Upgrade. Und ich habe ein bisschen Marble gebraucht. Marble Brick. Und Glas kann man einfach hier rausnehmen. Dann hier noch ein bisschen. So. Alles noch ein wenig zukleistern. So, sehr schön. Decke mache ich glaube ich offscreen irgendwann mal. Bin ich gerade zu voll für. Ach komm, jetzt hier, ne? Sowas aber. Ja. Weißt du, faul ist der Mensch geboren. Aha. Mhm. Dann das Upgrade rein. Ach toll. Ja, das ist AFK. Ach, warte mal. Keksen grad? Ach, verdammt. Hm? Keksen gerade oder was? Ja. So, komisch. So was haben wir left the game. Ja, ich glaube, der hat keine Lust mehr. Das mache ich jetzt ein bisschen komplizierter, merke ich gerade, als es sein müsste, aber Hauptsache es kommt irgendwie. Weil ich glaube, ich habe da gerade einen kleinen Logikfehler gehabt. Du was? Ja, ich weiß, ich mache da eigentlich keine Fehler. Ja, ja, wollte gerade sagen, ne? Mhm. So, ich habe jetzt 96 Bucket Gelit Kryotheum. Sehr schön. Ui, jetzt mal dahin. Geht's oh, ist ja schön blau. Ha? Ich habe gehört, da musst du auf jeden Fall mal reinspringen. Ja, klar. Natürlich. Ja, was denn sonst? Jawohl, jetzt klappt es. Oder wie mein alter Mathelehrer immer sagte, jetzt wird auch ein Schuh draus. Jetzt muss ich hier nur noch dazu kommen, so zuzubauen, jawohl. Glas noch. Ja komm, hast dich überzeugt. Mach mal nochmal eine schöne Decke hier rein. Ja, ich komme nachher zur Bauabnahme. Das glaubst du aber. Ja, blöderweise glaube ich dir das wirklich. Ah, das kann die kein Ende. So. Das müssten jetzt Poppies sein, die da reinkommen. Jawohl. Und Dandelion. Oh, und allerlei Seeds, die es gibt. Egal. Kriegen wir auch ein paar Seeds. Brauchst du noch ein paar Seeds? Nee, nee, die krieg ich ja jetzt. Achso, okay. So, damit haben wir jetzt schon ganze 8 Minuten von der Folge rum. Das reicht ja schon für eine Folge, habe ich gehört. Ein bisschen kurz. Ja gut, hast mich überzeugt. Dann fangen wir jetzt endlich mal damit an. Mit dem ersten Ziel von diesem Projekt, was ich habe. Mit dem Ultimate Solar Panel von Solar Expansion. Oh ja. Erstmal brauchen wir Photovoltaic Cells. Die werden gemacht aus Lapis Shards. Da einfach ein Lapis Shards. Das ist einfach ein Lapis und nenn es ME. Und du kriegst 9 Shards. Das ist einfach wie Nuggets. Ach so, okay. Da kommt also das. Einfach nur ins Crafting Grid, ja? Genau. Ah. Einfach die Iron Nuggets von Lapis Form. Jo, gut. Check. Gut. Dann, was brauchen wir noch für ein Solar Panel? Wir brauchen Iron Nuggets. Ich glaube, die müsste ich nicht erklären, oder? Iron Nuggets? Hm? Doch, bitte. Das sind die Lapis Shards in Iron Form. Ah, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Top Erklärung heute wieder. Aha. Dann brauche ich Glass Panes. Pain! Pain! Oh, du kannst es aber wesentlich besser als ich. Ja, ich kenne das einfach nur von Doll.
Ich habe keine Ahnung, woher du es kennst. Vom Tribolo. Okay, dann habe ich schon so eine Vermutung. Weil jetzt brauche ich, wie gesagt, Last Base. Oh, ich sehe da hinten eine Note. Ja, die kann ich auch sehen. Okay, dann für ein letztes Solar-Panel brauchen wir Steel Nuggets. Können wir die machen? Hä? Ernsthaft? Stimmt, ich habe noch Refined Iron da. Die kann ich zu Solar, zu Solar Nuggets machen. Zu Steel Nuggets machen. Weil, was habe ich denn jetzt eben? Discover Tempus. Cool. Ja, Tempus war Zeit, ne? Ja, genau. Das hatte ich nämlich noch gar nicht. Oh, das ist eine alte Serie von damals. Tempus Simia. Okay. Weißt du, was das ist? Nee. Zeitaffe. Zeitaffe. Hm. Nee, Tempus, wie? Tempus ist Zeit, Simia. Ah, okay. Aber frag mich jetzt bitte nicht, welche Folge das war. Ich weiß es echt nicht mehr. Welche Serie meinst du? Ja. Was habe ich gesagt? Folge. Okay. Dann nehmen wir auch welche Serie. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Ja, macht doch nichts. Okay. Solar. Machen wir dann schon mal hier die letzte und Solar-Kurs. Einfach einmal ein bisschen Shift klicken. 958, kann man mal machen. Und dann jetzt letzte und Solar-Panels. Jupp. Okay, ein letzter und Solar-Panel. Stellen wir auch sofort schon mal auf. Gut, ein letzter und Solar-Panel. Aufgestellt, jawohl. Basic Power. Ey, cool. Ja, das hat einen verdammten Output. Also es generiert ein RF pro Tick. Ja, ist doch schon mal was. Mhm. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal direkt auf die zweite Form von dem Solar Panel, und zwar auf das Hardened. Dafür brauchen wir jetzt Inver Nuggets. Also, was? Inver Nuggets? Was ist das jetzt? Das ist die Nugget-Form von den Lapis Shards oder von den, auch hier genannt, von den Iron Nuggets. Ah, okay. Na, man kann es aus alles Nuggets machen, oder was? Ja, klar. Ui. Okay. Ist ja cool. Ich bin Profi. Ja, merk schon. Dann die harten Solar Panels. 27 Stück. Einmal aufbauen fürs Achievement. Powering up. Und abbauen. Gut, dann geht das jetzt Ganze noch weiter. Und zwar mit dem Redstone Solar Panel. Und dafür brauchen wir Electrum Nuggets. Was ist das jetzt, mein lieber Freund? Ich habe keine Ahnung. Ich nämlich auch nicht, aber ich vermute mal, das sind die Nugget-Form von Lapis und Iron und so weiter in Elektroform. Oh cool, ich habe ein Meteor gefunden. Meteor? Ja. Ich wollte gerade schon gefragt haben, was für ein Meteor, weil es gibt noch eine weitere Art von Meteoriten. Ja. Echt jetzt? Wirklich sogar. Mhm. Okay. Alter, ich bin mit meinem Hammer schneller als mit meiner Spitzhacke, das ist geil. Gut, die könnte ich dann schon mal hier aufstellen. Und oh, zwar Power! Redstone Solar Panels. Ich frage mich gerade, wo es dran gehabert hat. Oh. An den harten Solar Panels. Kann ich noch von den letzten ein paar machen? Da fehlen die Photovoltaic Cells. Was fehlt hier? Glass Panes. Juhu, ich habe einen Inscriber Calculation Press. Brauchst du eigentlich noch die Platten, oder? Ja, ich habe noch gar keine. Kannst du ja später bei mir hier kopieren, ne? Ja, mal gucken. Ich baue jetzt erstmal hier lustig den Meteoriten ab. Ja, bau du mal lustig. Ja. Du, darf ich dich mal sowas Privateres fragen? Es kommt drauf an. Was war eigentlich so dein peinlichster Moment, den du je hattest? Mein peinlichster Moment, den ich je hatte? Kann ich ja also, nicht sagen, habe ich verdrängt. Nee, ich habe... Boah, keine Ahnung. Du, wird mir jetzt echt nichts einfallen. Okay. Meins vergesse ich auf jeden Fall nie. Das war nämlich damals bei meiner Abschlussfeier von der Realschule.
Da hatte ein Kumpel von mir ein bisschen mit Schurz getrunken. Keine Sorge, ich nenne keinen Namen, Ludwig. Nee, auf jeden Fall, der hatte ein bisschen sehr stark mit Schurz getrunken. Der ist eigentlich überhaupt kein Trinker. Lag dann irgendwie so um 8 hatten wir mit der Feier angefangen und um 10 lag der kotzend in der Ecke. Wow. Der muss da. Der hat sich aber so aus dem Kotz gereiert, aus dem Leib gereiert, das glaubst du nicht. So, was passiert? Ich denke mal, ja komm, da will jetzt keiner Notarzt rufen, da muss ein Notarzt her, das geht nicht weiter. Ja. Ich war dann erstmal so ein bisschen überfordert, ich hatte zum allerersten Mal einen Notarzt gerufen und denke mir nur, okay, ganz ruhig, das hörst du. Hatte aber auch in dem Moment auch schon was getrunken, ruft dann da an, erklärt ihm da die Notlage und fragt da so, mal eine Frage, was kostet mich das jetzt? Und er legt auf. Geil. Ich hatte echt keine Ahnung, ob ich da selbst was bezahlen musste. Das war das erste Mal, dass ich da angerufen habe. Ey, ach Gott, ernsthaft jetzt? Ja, und ich hatte jetzt gedacht, ja, okay, du rufst da jetzt an, nicht, dass das ja darauf nicht zurückkommt und so weiter. Oh mein Gott. Das war dann auch noch richtig geil, bis dass ich dann noch siebenmal hintereinander versucht habe, da anzurufen. Der ist ja auch gekommen, denn oder? Irgendwann ist er gekommen. Was heißt denn irgendwann? Nachdem ein anderer mal angerufen hatte. Ey, der muss innerhalb von so und so da sein, ne? Ja, der war innerhalb von 10 Minuten weiter da. Ja, okay, gut. Dann war's okay. Also ist es nicht so, dass hier die Streitkräfte von Recht und Ordnung bei uns so total für den Haufen sind. Nur die Frage war dann ein bisschen sehr Premium. Ja, also das du bist echt klasse. Ich hatte da noch nie angerufen. Ja, ist doch okay. Aber ich meine, du hast doch. Wie alt warst du da? 17? Wie viel? 17? Ja, okay, gut. Dann hattest du noch keinen Erste-Hilfe-Kurs und auch noch kein nix. Kein Führerschein gemacht, ne? Okay, jetzt beantworten wir die Frage. Also Führerschein hatte ich noch nicht. Dass ich zu dem Zeitpunkt ein ausgebildeter Rettungssanitäter war, verschweige ich jetzt erstmal. Ja, das solltest du besser verschweigen. Das sollte keiner wissen, weil sonst wird's richtig peinlich. Ey, das ist mir bis heute so unglaublich peinlich. Oh mein Gott. Naja, okay, gut. Ich bin ja auch ein bisschen älter. Ich meine, ich kann mir das jetzt mittlerweile richtig schlecht vorstellen, wie das halt so ist. Alter, klingt. Ah, oh Mann, ey, ich klinge wie. Boah, wenn ich das so sage, dann merke ich erst richtig. Wie alt du Boah, bist? Alter, du bist ja richtig alt. Weißt du? Nee, Ja. das kann nicht sein. Ah, ich brauche mal wieder ein bisschen Brot. Hast du Brot? Hast du Möhrchen? Hast du Brot? Oh, ich muss mal wieder ernten, ne? Genial, war jetzt auch wieder. Ich hatte ja jetzt auch diesen Samstag, also am 21. Nee, am zweiten Sonntag, am 21. Februar hatte ich ja Geburtstag gehabt. Ja. Hat er ja auch bei mir gezeigt, was er aufgebaut hat. Mal Dankeschön. Jo, gerne. Ja, und um Punkt Mitternacht. Ich war gerade erstmal nur so vor Träumen. Also ich hatte bei mir zu Hause eine kleine LAN-Party gemacht für meine Kumpels und mich. Hab so ein bisschen vor Träumen gerade gezockt und auf einmal um Punkt Mitternacht. Du bist alt. So wirklich einstimmig ein Männerchor. Plus eine Frau. Also Ja, es ich. funktioniert. Keine Tomaten vorhanden, ist das geil. Ja, sehr schön. Du weißt, was auch schön ist? Ich darf mir gerade einen Dungeon-Smelter machen. Ja, so gut. Ja, weil ich komme gerade nicht auf Stil ohne eine Möglichkeit. Hier ist noch großartig, hier was rumzuspuken. Also soll ich jetzt mal noch eine komplette Anlage aufbauen? Aber ich treffe das verdammte Huhn nicht da. Geht doch. Der Ton? Das Huhn. Tatatarun? Ja. Der Bob-Bob? Bock, bock. Der Bob-Bob! Ja, ist ja gut, meine Fresse. Ja, ich spreche halt gerne mit meinen Verwandten. Ich glaube, irgendwann schaffe ich jetzt nochmal, dass mir einer richtig eine verpassen möchtest. Nee, Quatsch. Das dauert. Ah, dann würde ich es doch nicht herausfordern. Nee. Muss auch nicht sein. Nee.
Keine Tomaten vorhanden. Ja, toll. Ich habe keinen Tomaten mehr. Und jetzt? Okay, Hallo? Stahl. Wie find Iron brauche ich Pulverized Coal und Iron Ingots? Ich hab's aber manchmal geschafft, meinen Golden Bag of Holding aufzuräumen, sagt er und holt er den letzten Rest raus. Ja, ich bin eigentlich eben nochmal, oder gesagt, heute Morgen was auf dem Server gewesen und hab versucht, eine Trollvorbereitung zu machen, weil ich den Sora mal was trollen wollte. Okay. Ja, hat dann sehr gut geklappt. Wow, das ist unglaublich, wie viel ich gerade rausbekomme. Solar Expansion. Ja, sind schon mal wieder ein paar. 9 Stück. Hardenet? 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 Ja. Klingt irgendwie so, keine Ahnung. Oh cool, wärst oh cool, du, als cool, wärst cool. du irgendwo in, darf ich nichts Verkehrtes erzählen? Ja, sprich weiter. In Dubai, auf dem Markt und sowas. Und da kommt dann so ein Afghaner oder sowas und dann Hardenet. Jetzt kommt der Rassist wieder raus hier, ne? Bitte was? Jetzt kommt. Das war ja wieder typisch. Du Rassist, kommt hier wieder zum Vorschein. Ich hab dir eben noch gesagt, ich bin hier am Aufnehmen. Es sind keine rassistischen oder nationalsozialistischen Kommentare mehr von dir. Ich meine, ist ja Standard bei dir, ne? Aber. Hallo? Ich weiß ja nicht, woher du kommst, aber das war jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie rassistisch oder so. Ja, ja. Aha. Nee, aber wirklich, bei uns wirst du für sowas schon zusammen. Wenn ich jetzt Werbung für die Pegida machen würde, das wäre rassistisch. Jetzt macht er auch noch Bewerbung für die Pegida bei mir. Ja, klar, natürlich. Mhm. Ich bin pro Pegida! Auf jeden Fall nicht. Das wissen wir doch alle. Ey, du kannst mir viel unterstellen, aber so was nicht, ja? Ich sag's dir. Ja, ja, ist okay, ich glaub's dir. Aha. Ja, soll danke. Soll ich was sagen? Kannst du mich mal am Arsch lecken. Power Overload. Ein Resonant Solar Panel. Ah, okay. Schön. Mach schon mal 512 für 11 pro Tick. Wow, ist gut. Für low. Ich glaube, das. Ja. Kriege ich noch einen Tesseract fertig? Oder habe ich noch? Tesseract könnte ich noch fertig kriegen. Habe ich hier noch drinnen? Natürlich nicht. Ja, die wollte ich. Da reicht ja einer. Das ist echt unglaublich. 200.000 Enderperlen und ich geiz sie immer noch rum mit Enderperlen für Resonant Ender. Ja, ey, jetzt da kommt wieder ein Shot in der raus, gell? Und das geht schon wieder weiter. Ich muss beiseite. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Ender-Lilly-Seed gibt schon mal schön was. 4.000 Millibuckets. Boah. So, jetzt ist aber nochmal eine Meinung von dir. Du hast ja jetzt mal gesehen, wie extrem krass der Reaktor von Draconic Evolution kaputt machen kann. Ja. So, dein Statement dazu. Mein Statement dazu? Boah, macht halt Bumm, ne? Aber heftig, ne? Mächtig, Ballerbumm. Ja, ich hatte auch mal wieder gesagt, ich würde das gerne mal verlinken, das Video, was ich ausgesucht habe, aber hab's natürlich wieder vergessen. Was ich glaube, nochmal die Folge raussuchen. Ah, wie immer. Jedes Mal vergisst das. Ach, Mensch, Dorsch. Nee, warte mal, ich glaube, die Folge ist noch gar nicht. Oder ist sie? Ich weiß es gerade echt. Nee, die dürfte noch nicht draußen sein. Ach, jetzt ist sie auch noch vergesslich. Ach, Dorsch, Mensch. Hallo, ich bin arbeitslos. Ich darf vergesslich sein. Ja, ist klar. Okay. Nee, nicht Red. We find Iron. Hallo? Ja, hallo. Ja, irgendwie wollte gerade meine Tastatur nicht. 23 wie von Diamond, kann man schon mal machen. So, wenn ich so gerade auf die Uhr schaue, weißt du, was ich dann sehe? Ja, es ist Folge rum, hä? Ja, schon ein bisschen länger, ich habe ein bisschen überzogen. Eieieiei. Ja, das zieht ja auch noch maßlos. Mein Gott, der Typ. Ich darf das. Nein, darf's nicht. Ey, soll ich mal vorbeikommen mit dem Stab? Ja, und dann?
Kriegst du ein bisschen auf die Schnauze? Ja, dann? Kriegst du auf die Schnauze? Ja, dann? Habe ich dir auf die Schnauze gegeben. Ja, oh, ja, oh, oh! Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Oh, nee, absolut nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn sich die Folge euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Die Folge gefällt keinem. Anmerkung, Kritik, alles in den Kommentare. Ja, und bitte nur beim Dorsch, nicht bei mir, ja? Ich sag's euch. Okay, alles klar. Also alles, alles was negativ ist, schön in die Kommentare vom Street. Ja, zu welchem Video? Ich hab keins. Verdammt. Einfach als... Ich stell alle offline. Ja, einfach in die Kanaldiskussion, das reicht schon. Ja, genau. Oh Mann, ey. Gut, in dem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Jo, ciao.